Ja. Du hast doch den. Ja, und jetzt können wir den Teer dann auf die Mulde verwenden und die ganzen Orbises zusammenkleistern. Ach stimmt, auf die Mulde? Ach so, okay, ja. Passt schon. Okay. Okay, ja, jetzt muss man kurz schauen. Glassjar auf Blatt. Das sind alle Ingredients, die ich brauche. Ja, schon. Ja. Geworden. Ich bin so tierisch froh. Jetzt muss nur über diese scheiß Brücke drüber. Könnte ein Viech sein. Aber ist egal, wir haben genug Laudanium, Heilung, Kleister, Pflaster, Heilertasche. Ja. Healing, Magic, Zauber. Ja, man kann uns mal, ja, ja. Ja, kreuzweise am Arsch lecken. Ups, Entschuldigung, das piep ich raus. Das, ja, ich will nicht. Nein, das piep ich auch raus. Ach so. Ich will nicht, dass man uns irgendwie auf YouTube das sperrt oder sowas. Das ist deswegen, ne? Ziemlich dislike. Er macht sich bloß irgendeiner beschweren und dann. Bitte nicht beschweren, Leute, bitte nicht. Wir tun alles, was ihr sagt. Alles! Ich gebe euch Dommy, ich verkaufe seinen Körper an euch, ich verschenke ihn an euch. Wie schön. Da könnt ihr Sushi von ihm runter essen. Von seinem nackigen Popo. Die Frau hat gerade sehr erregt geguckt und ein Yummy ausgestoßen. Ja. Es war ein Yummy, kein I, das war ein Yummy. Ich hör's doch, Frau. Die Frau versucht gerade wieder Dings zu widerlegen, ihre Aussage. Was geht denn jetzt schon wieder ab? Was soll das jetzt? So. Was mit uns? Incredible! You have a recipe that there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. So laut, it's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Ja, und wie machen wir das jetzt? Wir haben die Recipe, das weiß ich, aber wie zum Henker? Agrippa the Dying Man wants a specific tonic made to save him. Aha, ja gut, aber wie mixen wir das zusammen? Haben wir noch dieses Chemistry-Portal? Ich glaube schon, ja. Ansonsten müssen wir es nochmal durchlesen. Da unten. Nee, das ist das Bug of Tar, das ist eins von den Ingredients. Ingredient. Einfach. Aber warte mal kurz. Entschuldigung, wir müssen da mal nachschauen, oder ich muss nachschauen. Weil in den Notes stand ja, glaube ich. War das das hier? Grießpudding. Ja, oh ja, Grießpudding und Shisha. Genau. Ja, und wo mixen wir das jetzt zusammen? Kannst du es einfach kombinieren? Ich schau mal, das wäre jetzt ziemlich. Purified. Und was mit dem Knochen? Aha, according to the note, the tonic has to be made with care. Okay. Und was ist mit der Ranch? Das weiß ich eben auch nicht.
Wir müssen jetzt irgendwo was suchen, wo wir das zusammenmixen können. Wo war denn da was? I see that all the orb pieces. Oh, Mensch, Agrippa, lass mich doch mal. I have no right to ask anything of you. But if you noch irgendwo noch nicht? Ich wüsste nicht, wo. Oben vielleicht. Also, oben im Sinne von. Das geht jetzt ab. Ja, das Schloss bricht zusammen. Wir könnten eventuell schauen. Ich habe jetzt zwei Orte. I see them all the orb. Oh, der Typ nervt da wirklich. I know I have no right to ask. Obwohl, einmal kurz, da muss man ganz kurz. Find it in your heart to gather the ingredients for. Gather. Hey, warte mal, was ist denn das hier? Ah! Oh, das schaut gut aus. Tone Dodge. Okay. Kann ich. Du kannst die Dinger auch nicht wirklich verwenden, ne? Wieso pocht denn dein Daniel schon wieder so? Oh, ich bin drin stehen. Jetzt haben wir das bisschen zerstört. Was ist denn das hier? Das war verwirrt. Komm ich hier irgendwie? Ich muss da rein. Ich will den Agrippa retten. Ziemlich lame. Ich hab halt jetzt Angst. Weil wir sind ja. Wenn ich nochmal hier hochrenne. Wir sind ja letztendlich durch diesen Brunnen oder was das war hochgeklettert, nachdem wir von diesen Sewer-Viechern verfolgt worden sind. Ich glaube nicht, dass wir da unten was machen müssen. Weil theoretisch von der Dings her, von der Höhe her, würde es glaube ich passen, wenn wir hier wieder runtergehen. Im ja. Labor? Ach, da kommen wir gar nicht mehr runter. Ah! Was man nicht alles findet. Ah! Ich eigentlich. Hier ungefähr sein, oder? Vielleicht durch, das ist zuge. Aber ja, ist halt zugemauert, ne? Quatsch. Aber wenn man ins Labor kommen sollte, dann müsste doch an sich eine andere Message dastehen, oder? Was sind eigentlich das für Levers? Die haben unten die zwei Türen aufgemacht, denke ich jetzt einmal. Also ich nehme es mal stark an, das ist mir mal gekommen, weil links und rechts passt perfekt. Ach, Domi, ich hasse dich so. Freut mich zu hören. Du hilfst mir kein Stück, du bist voll der. Ich weiß natürlich, Hilfe. Ich weiß schon, wo es weitergeht. Ach, ich hab die ganze Lösung schon im Kopf, wie es gehen könnte. Ich weiß auch alles. Natürlich. Aber ich will dich noch ein bisschen zappeln lassen. Ich glaub dir, selbstverständlich. Ja. Okay, es ist so simpel, Daniel. In der Zwischenzeit vielleicht mal, während ich so halben Geistes hier mal rumsuche, was ich. Was ich mir überlegt habe als nächste Projekte, also wir werden definitiv auch ein paar Adventures machen, vor allem alte DOS-Spiele-Adventures, weil wir das eigentlich von vornherein immer gemacht haben. Wird vielleicht etwas trocken, aber das machen wir halt. Das hat halt einfach Style. Das nächste wird auf jeden Fall Asylum sein. Conker's Bad Fur Day, eins der geilsten Spiele, die es überhaupt gibt. Vielleicht auch Dead Island, das habe ich mir bestellt, das dürfte demnächst kommen. Wenn's morgen wird es verschickt. Das wird in Deutschland normalerweise nicht verkauft, aber ich importiere das immer. Und Space Marine, wobei ich das eher nebenbei zocken werde, wenn ich mal gerade keine Lust habe. Vielleicht eignet es sich für ein Let's Play. Wir werden übrigens auch eventuell Shortplays anfangen. Das sind Let's Plays von kleinen Spielen oder ja von Spielen, die wir nicht ernsthaft spielen wollen, aber vielleicht mal zeigen wollen. Maximal vielleicht 1, 2, 3 Teile. Müssen wir uns noch überlegen. Tja, Domi, wir kommen hier nicht rein. Schmeiß das Fass drauf. Hammer, ich meine, es wird ja wohl kaum gehen, wenn ich hier Hammer Meißel anwende, oder? Das haben wir gerade eben probiert schon, oder? Genau. Ja, aber da steht ja an sich, it won't budge. Aber schau mal her, das leuchtet so und wir haben hier direkt ein, das Namensding. Ich bin jetzt in der Bredouille. Wir könnten jetzt einfach fürs Let's Play weitermachen. Boah, leck mich! Ich bin den Rest der Zeit auch dem Agrippa zu hören. Oder wir suchen hier noch. Wie lange haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Es wäre jetzt ein ganzer Part, den wir hier verschwenden würden. Ich meine, was passiert, wenn wir das jetzt nicht machen? Heißt das dann, wir kriegen vielleicht ein anderes Ende, wo der Dings gewinnt? Ein schlechtes Ende? Wollen wir ein schlechtes Ende in Kauf nehmen, Donny? Ich weiß es nicht, aber an sich müsste ich mal aufs Klo. Aufs Klo musst du. Wollen wir hier schon einen Break machen und unsere Leute sollen auf Facebook entscheiden, was wir machen sollen. Wir können schon mal kurz eine Pause machen. Okay, das heißt, wir machen hier einen Break.
machen vielleicht nur zwei Parts, aber dafür jetzt wieder regelmäßiger. Alles klar, Leute, ihr habt's gehört. Tut uns leid, aber wir müssen uns erstmal entscheiden, ob wir hier weitermachen. Aber es gibt auf jeden Fall wieder regelmäßiger Let's Plays, keine Sorge. Und wie versprochen, Domi macht einen Facebook-Account, da könnt ihr eure Kommentare abgeben, uns beleidigen, uns beschimpfen, uns schweinische Sachen schicken. Genau, also, bis denn. Tschüss.